Ja Mensch, herzlich willkommen zurück bei Third Age Turbo, die bei den Conker mit den Runen. Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Nase ist ein wenig dicht auf der einen Seite. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Erkältung, weil das wäre ganz schön blöd. Ich muss gerade nochmal wieder die Lautstärke einstellen hier. Das wäre mir ganz schön blöd, weil ich habe Bock aufzunehmen. Ich habe zwar heute schon den ganzen Tag so ein bisschen gelabert, aber jetzt möchte ich nochmal für euch ein bisschen labern. Eigentlich würde ich auch gerne mal tagsüber aufnehmen. Es ist jetzt wieder 1 Uhr nachts. Aber tagsüber kann ich nicht, weil bei uns gerade die Terrasse neu gemacht wird und deswegen da die ganze Zeit gebohrt wird. Ja, jetzt wisst ihr auch, ein Schwank aus meinem Leben. Wer weiß, wann dieser Part online geht. Vielleicht liegt da schon Schnee oder so. Falls überhaupt Schnee liegen kann. Ich meine, bei dem Klimawandel glaube ich das eher nicht. Ja, die Frage ist jetzt, ob wir jetzt direkt schon angreifen, diese Stadt, oder ob wir noch warten. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir warten, diese Armee sich dann dazu gesellt. Ganz persönlich sieht die jetzt nicht so heftig aus. Und ob wir die zwei Armeen gleichzeitig wegklatschen oder halt nur eine und danach die nächste, ist jetzt glaube ich auch nicht so ausschlaggebend für unser Unterfangen. Dumm wäre es nur, wenn diese Armee sich nach oben bewegen würde. Aber die will wohl wahrscheinlich hier Warfest holen. Wird mir sehr gelegen kommen, wenn sie das einnehmen und mir quasi die Arbeit mit den Rebellen ersparen und ich dann entspannt hier Dorinion weiter wegmachen kann. Wobei ich sehe gerade, die sind halt noch gut verbreitet. Die haben hier eine Stadt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das gehört auch noch dazu. 7, 8. 8 oder 9 haben sie noch. Warte mal, was sagt das Dings hier? Wahrscheinlich ist das sowieso nicht mehr up-to-date hier. Territorial. Die haben 8 ist hier. Wir haben dann wahrscheinlich 9. Haben sie wahrscheinlich so 10. 10 oder 11 haben sie. Ich glaube 10. Ich habe eine weggenommen von ihnen. Oder sie haben eine verloren. Ja, ich glaube, das passt. Das passt. Wie gesagt, wir müssen hoffen, dass sie nach unten marschieren und nicht plötzlich hier zu uns abknicken plötzlich. Das wäre ein bisschen unangenehm. Aber ich glaube, selbst das ist noch zu verkraften. Dann wird uns wahrscheinlich diese Armee belagern. Die werden wir dann aber direkt zurückschlagen. Müssen wir gucken, ob wir dann vielleicht hier nach Talantang marschieren. Talantang. Und uns dann dementsprechend weiterentwickeln. Oder wir müssen halt tatsächlich mal Karas Sand angreifen. Ich weiß bloß nicht, wie groß dann die Garnison ist, die da gestellt wird. Das ist natürlich die große Frage dabei. Wenn wir mit dieser Armee losmarschieren, angreifen und dann plötzlich doch mehrere Runden warten müssen, weil die Garnison so riesig ist. Weil guckt euch das an. Das ist ja jetzt nur eine Einheit General. Wenn da jetzt plötzlich 10 Einheiten dazukommen oder die gesamte Stadt voll ist, dann wird das natürlich nochmal ein anderer Schnack. Das gleiche gilt für Sant Anhui. Weil da alleine jetzt schon diese Einheiten drin sind und schon heavy sind, glaube ich, zu besiegen. Ich warte noch mit dem Angriff. Ich lasse mich lieber selber angreifen. Wenn die nach oben marschieren, haben wir immer noch Zeit, da einzunehmen. Das Problem ist halt nur, dass das Reich immer größer wird jetzt mittlerweile. Was macht unser Typ hier unten eigentlich? Der kann nicht mehr weiterlaufen. Gut. Yes, my master. As you will. Tomorrow's journey. Eine schöne Brücke hier. Hallöchen. Das war eigentlich blöd, sich zurückzuziehen. Ich weiß, ja, ist ja völlig in Ordnung. Beleidigt mich ruhig. Aber ich möchte erstmal einen Brandherd besiegen. Und dann ja, so ein Zwei-Fronten-Ding. Dann teilt er sich auf, schnappt sie irgendwie die Stadt hier hin. Und dann können wir nicht mehr reagieren, weil alle unsere Armeen irgendwie schon bei Belagerung dabei sind. Das passt schon, das passt. Können wir irgendwo noch was bauen für 900 zufällig? Leder. Leather Tanner können wir bauen. Hier unten nichts mehr, da wird überall was gebaut. Oh, pff, nö, dann sparen wir das Geld mal. Oder was ausbilden. Boah, ich weiß nicht, so ein paar Raider, Hunters hier. How may I serve? Vielleicht eine Unit Hunters. Wobei, das Ding ist ja, wenn wir diese Ballista haben und dann diese Stadt angreifen. Upgrade Reinforced Gates, Extra Wall Defense. Ich glaube, eine Balliste würde schon reichen, um diese Dings anzugreifen.
glaube ich zumindest. Dann würde das eigentlich mit der Belagerung direkt schon klappen. Dann können wir die direkt in einem Zug angreifen. Versuchen wir mal. Das dauert zwar alleine schon, weil wenn wir die da hochschicken, in der Zeit, in der wir sie da hochschicken, können wir die Stadt auch so schon angreifen. Okay, das ist schon ein bisschen bescheuert. Ich würde gerne hier oben dann noch eine Einheit dazu schicken, eigentlich. Nochmal so Schwertkämpfer. Oder tatsächlich schon Speerträger. Die Kamele, Warrants und Horses. Average Impost. Die sind auf jeden Fall geiler, um sich zu verteidigen. Dann sobald wir die Stadt einnehmen sollten, gehen wir direkt dann auf die andere Stadt drauf. Ich glaube, das passt dann. Kingdom of Dale wird uns belagern. Oh, was passiert jetzt? Ah! Aha! Die andere Armee ist zu uns gestoßen. Ist das überhaupt die uns angreifen wollte? Ja, Gammelspeerträger und Armbrustschützen. Und der Rest hat halt... Ah, Leute! Das wird schon! Eigentlich wollte ich ja nochmal Reiter rekrutieren dort. Das wird wohl nichts mehr. Jetzt haben wir zwei Einheiten Reiter, eine Nahkampf-, eine Fernkampf-Reiterschar. Das sollte noch reichen, um die Bogenschützen fertig zu machen. Danach wird es langsam ein bisschen knapp mit der Bekämpfung. So. Machen wir uns das schön. Ah, wir haben halt keine richtigen Bogenschützen, ne? Wir haben nur den General und die Bogeneinheiten. Und das war's dann. Ja, okay, wir sind auch so mittelgeil, bis auf den General natürlich hier. So, was haben wir jetzt hier? Da haben wir jetzt die Speerträger, die Armbrustschützen und was ist das? Das sind die Speerträger. Wir könnten theoretisch direkt schon die gesamte Armee nehmen und uns dahin bewegen. Um dann einfach direkt die erste Armee wegzuklatschen, während wir auf die andere warten. Dass wir gar nicht zulassen, dass der Feind sich zusammenzieht. Aber wir sind fast schon zu dicht dran. Ihr könnt auch von hier schießen. Das sind die richtigen Reiter. Oh Gott, toll! Jetzt mal gucken, dass ich sie vielleicht erwische. Die reiten wieder so breit. Da habe ich sie erwischt. Jetzt zieht euch da raus. Raus! Raus! Jungs! Raus, sag ich! Mann! Four fights with horns made of clay. We are winning the battle. Wieder super geklappt. So, die flüchten direkt schon. Die können wir direkt nachsetzen eigentlich. Four fights with horns made of clay. We are winning the battle. Direkt hier drauf.
aufhört zu schießen. Ihr hört auch auf zu schießen, komm. Ah, die kommen wieder zurück hier. Oh shit, oh shit. Warum lösen sich die jetzt hier eigentlich schon wieder aus dem Kampf raus? So eine Scheiße. Warum laufen die da jetzt außen rum? Yeah. Weiß auch keiner. Rauf da. Enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Päuschen, wieder aufzuschießen, bitte. Jetzt killt ja meine Leute noch die ganze Zeit hier. Der Feind ist noch lange nicht da, das ist sehr gut. Charger jetzt nicht so gut funktioniert. Der Charge jetzt auch gar nicht. Alles klar. So, rauf jetzt hier. Komm. Oh Mann, was machen meine Reiter denn jetzt schon wieder? Und der hängt hier wieder zwischen und läuft natürlich. Oh, und stirbt natürlich. Es ist so geil. Jawohl, jawohl. Die eigentlich schon wieder, die kommen schon wieder zurück, die Leute, ne? Top. Das ist genau das, was ich hier befürchtet hatte. Das ist auch nicht weiter problematisch. Könnt ihr halt irgendwie mal chargen da rein. Hallo. Die sind nur am Waven, Digga. Ah, jetzt sind sie tot. Aufhören. So, die Men at Arms sind auch alle tot. Schön. Super. So, hier kommt die Hauptstreitmacht jetzt. Aber die macht uns jetzt keine Angst mehr. Meine lieben Freunde, wir sind nämlich schon fast wieder fertig. Unsere Infanteristen sind zwar ein bisschen ausgepowert, aber ein bisschen aufgewärmt so. Sind die eigentlich von der Statistik her aus? Oh, 6er Angriff, 2er Charge Bonus, die sind natürlich ganz scheiße. Oh ne, falsche Reiterschar. Ja, kommt hier. Ihr könnt aber wieder einschalten. Euer Feuermodus.
Farmhand, Pikeman, die Gammel-Speerträger und der General. Das ist die wichtige Einheit, die wir eigentlich erwarten müssen. Können die nicht sehen oder warum schießen die so komisch? Ja, jetzt schießen die. Der General ist halt einfach mega geil. So, ich würde gerne den General mal treffen. Hallo? Wie lange dauert das, bis der General in Reichweite? Guck mal, die kann ich hier schon die ganze Zeit treffen. Hier schießt er den General wieder. Passt schon. So. In aller Eile. So, die sind jetzt alle wieder ein bisschen entspannter hier. Die sind noch winded. Aufgewärmt. Noch winded. Ich glaube, was die nicht gut abkönnen, ist, wenn wir jetzt reinchargen. So. Aber kurz Pause. Ich habe gerade Ü gedrückt, rein aus Versehen. Das war so nicht mein Plan. Wir waren jetzt hier gerade ein bisschen beschissen. See. Ihr gönnt euch die. Ihr gönnt euch auch die. Victory is well within our grasp. In time, our foe will surely see this and lose heart. So. Ja, moin, mein Reiter hängt halt einfach alle fest hier. Only half the enemy force remains. We must pray they lose their will to fight. Wie lange die einfach wieder durchhalten, ist unglaublich. Mit den Jungs hier alle. So, die müssen noch abhauen jetzt hier. Come on. Ach, die haben noch den Plänkel-Modus drin. Wir verlieren viel mehr Prozent, als sie sich jetzt wieder wollen. Wie lange halten diese scheiß Bogenschützen eigentlich durch, Mann? Unglaublich. Alle am Wavern hier. Der hat auch gar nicht funktioniert.
So, jetzt hier, bitte flieht doch mal, ihr Dreckigen. Die fliehen auf jeden Fall. Der General flieht nicht. Noch nicht, besser gesagt. Mann hat er noch. Er ist nur noch 16. Jetzt haut er ab. See how our coldly foe runs. So, komm. Dann lass sie auch mal weglaufen. Dann können wir die nämlich schön wegschnetzeln. Unseren Leuten. Sehr schön, wir haben sie komplett besiegt. 12% unserer Einheiten haben wir verloren. Hauptsächlich unsere Nahkämpfer. Jetzt nicht so wild. Der General noch erwischt. Jawohl. Oh, wunderbar. Sehr schön. Haben wir noch eine Einheit verloren hier? Oha, da fliegt noch ein Vinyard Levy. Den lassen wir aber mal in Ruhe. 19 und 1, 20 Mann haben sie noch übrig. Wir haben deutlich mehr übrig. Sehr, sehr schön. There he took up again his great ring and Bardur and dwelt there dark and silent until he wrought himself anew. Gaze, an image of malice and hatred made visible. A Galabed, the downfall of Numenor. Ah, Entschuldigung. Musste gerade noch einen Schluck trinken. Ein lecker Wasser. Trinkt auch immer gerne Wasser, während ihr die Videos schaut. Oh, was können wir? Sie umbringen, komm! Dann wird uns auch direkt die Stadt. Oder marschiert jetzt die nächste Armee direkt zu uns und greift uns direkt an. Oh, habe ich's im letzten Part gesagt oder in welchem Part habe ich es gesagt, dass die fucking Dwarfs uns, also die scheiß Zwerge, ist ja schön, dass uns die Zwerge nicht angreifen, habe ich gesagt, glaube ich. Was passiert? Die Zwerge greifen uns an ein paar Runden später. Ich glaube es nicht. Jetzt haben wir drei große Gegner gegen uns. Drei große Gegner. Wäre ja auch zu einfach, wenn wir nur... Ardenen Rin Supreme. The black ships are upon us, cried the people of Gondor. Many soldiers of Gondor are being kept from the front lines. Sepans are beleaguered. And the people fear the black ships as well they should for Ar-Adunaim. He's a mighty once more. The black Numenoreans are on the rise and their anger at previous actions against them burns in their veins. Habe ich auch überlegt, ob ich mal mit dem spiele. Und mal gucke, wie die so drauf sind. Was hat er für einen General eigentlich? Royal Guard. Aber mit normalen Nahkämpfern können wir die Zwerge ja einfach nicht besiegen. Das wissen wir ja sowieso schon. Our enemies will suffer. Aber immerhin nur deren Rüstung wieder besser. Wir müssen ein paar Einheiten zurückschicken. Und versuchen, die Zwerge abzuhalten. Dabei dürfen wir nicht verpassen, hier diese Stadt weiterhin zu behalten. So, 5000 haben wir jetzt. Kann ja gar nichts mit anfangen mit so viel Geld. Kann ja nichts bauen, also... Oh, ein Spy. An honor to serve. Noble one. Ruivian Riders. Attack Charge Bonus. Die sind halt ultra scheiße, ne? Im Chargen. Also im Charge, ja, aber im normalen Nahkampf sind die dann echt unnötig. Aber Schilde sind also nicht so ganz angreifbar.
Seem a rather may I charge without orders. Excellent stamina, good stamina. Average. Good impetus. Aber 900 oder 600 sind halt nochmal ein anderer Schnack. An honor to serve. Warum habe ich jetzt eigentlich schon wieder... Achso, weil ich den Dings gebaut habe. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade wieder anfangen rumzustänkern, ne? Aber ich könnte tatsächlich nochmal einen Spion nutzen. My eyes are yours. Unseen. I will only address you in Begoth. Die pushen scheinbar wirklich für die auf die Stadt da unten. Hallo? Sag mal, was machen die denn da unten? Uiuiui. Das ist gefährlich, würde ich sagen. How may I serve? We march. Weil wir da durchaus ein Problem haben. So, wir wollten die Armory bauen. Das war mein Plan hier oben. So sah das nämlich aus. Ich weiß es wieder. Euch retraine ich und dann können wir sowieso nichts mehr machen. Ja, mal sehen, ob die Dwarfs uns gleich direkt angreifen. Oder nicht. Wahrscheinlich werden uns dann auch direkt wieder die Tal-Leute angreifen. Buildings. Ja, schön, schön. Ist ein bisschen unerwartet unangenehm hier. Come and get me. Ja, toll. Es kommen halt immer nur so kleine Armeen, ne? Speicher hier mal vorab. Ich möchte kurz mal gucken, was passiert, wenn ich das automatisch auswähle. None of them shall escape us. To battle. Kann ihn leider nicht wieder zurückschicken. Warum geht's denen jetzt nicht mehr gut? Weil eine Einheit weniger haben, ne? Toll. Naja, Low Tax Rate wird's auch machen. Ist in Ordnung. Können wir aber wenigstens unsere Einheiten mit mehr Rüstung ausstatten. Aber nur eine Einheit pro Runde. Gut, was machen wir jetzt hier? An honor to serve. Orders. At once. Yes, noble master. Our enemies will suffer. Yes, noble master. Schick ihn doch mal zurück. An honor to serve. At once. Wir bewegen uns erstmal dahin, danach brauchen wir eine Runde bis da oben. Yes, noble master. Was haben wir denn dabei? Einmal Bogenschützen, nochmal Bogenschützen, Armbrustschützen, Speerwerfer, Nahkämpfer. General, Reiter zweimal. Ja, ist eine ganz gut gemischte Truppe. Finde ich gut. Sollte reichen, um ein bisschen zu nerven. Oh, perfekt auf Null gekriegt hier. Wayne Rider. Commanding Cavalry. Cavalry, jawohl. Schön. Relations worsened. Dwarves of Erebor. Destruction. Ein Ströndost. Korruption fängt an, sich auszubreiten. Na gut, dann würde ich sagen, ich gehe mal eine Runde weiter. So. Ach, scheiße. Ja, hallo. Trade Rights. It's good to see you until we meet again. Sehr schön. Scheiße, den da unten habe ich vergessen. Verdammt. So, was macht Tal? Ah, natürlich, sie greifen meinen General an. Top. Ich habe es mir fast schon gedacht. I have failed you, man. Warum fliehst du denn? Oh. We are beaten. Retreat! We move at first light. Oh nein.
Dwarven Lovers. Ja, schön. Wir haben einmal. Wir haben Armbrustschützen und Bogenschützen. Ja, Rubar wird dann im nächsten Part verteidigt. Bis dahin, viel Spaß und ciao.